70 Kubik Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche. Heute mit Ehrenbruder Sashi und seinem Pro-Replika unterwegs. Heute drehen wir ein Wenn ich du wäre. Ganz dumme Idee. Bist du bereit? Das ist eine sehr, sehr dumme Idee. Bereit. Du hast mich aus dem Schlaf geholt. Er hat mich gestern angerufen. Yo, lass mal Video drehen. Gegen 16 Uhr. Ich rufe ihn an, Bruder. Er schläft einfach. Ich hab ihn geweckt. Wir haben eigentlich 14 Uhr gesagt, aber von 14 Uhr habe ich ja geknackt. Ja, geknackt. Ich hab dich aus deinem Schönheitsschlaf geweckt. Ja, ich hab wie ein Tenner mit Schuhen auf der Couch geschlafen. Schnick, schnack, schnuck bis 1. Scheiße. Also ich weiß ja, dass ich es zurückkriege. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal nicht so hart an. Ne? So geradeaus. Also ich habe auf jeden Fall was für dich. Was denn? Wenn ich du wäre, gleich an der nächsten Ampel, wenn die rot ist, dann steigst du von deinem Motorrad ab und zögerst das richtig in Länge und guckst du unter deinem Bike, was los ist, als ob nichts mehr funktioniert und ziehst du eine richtige Ampelphase in die Länge. Luis, da vorne kommt eine Ampel. Oh nein, da kommt ja wirklich eine Ampel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott. Okay, warte, ich muss mich mental vorbereiten. Aber wir sind schon im Urfeld, ne? Ich weiß. Da ist auf jeden Fall einer hinter uns, das ist schon mal gut. Oh Gott, oh Gott! Der wird uns eh so überholen. Ja, ich komme nicht zurück, ich halte einfach da vorne an und guck, was mit ist. Hä? Ist kaputt? Die Ampel ist. Ist schon wieder rot oder was? Er hat mich so komisch angeguckt. Aber das war ja noch entspannt, oder? Ja, das war, ist okay, gut zum Reinkommen auf jeden Fall. Aber jetzt wirst du trotzdem in den Arsch gefickt. Aber übertreib nicht. Wenn eins Krücke klingt, dann sind es Rollerhupen, ne? Ja, komplett. Ich will auch wieder Motorrad fahren, Digga. Warum sitzt du auf so einem verkackten Roller? Kommt doch so eine Tankstelle jetzt, ne? Nein, kommt erst später. Ich weiß ganz genau, dass hier eine Tankstelle ist. Nein. Doch. Da kommt keine Tankstelle. Doch, hier ist eine Tankstelle. Wenn ich Durst wäre, dann würde ich den Herr Brigalla jetzt einfach zu trinken kaufen, weil er hat ganz doll Durst. Muss ich auch noch bezahlen, dass ich mit dir drehe. Bruder! Ja, ich dachte, du bist weg wie Junge! Bruder, ich war doch nicht hier, du Duschi. Ich hab schon geahnt, dass du nicht rüberfährst. Du kriegst auch Kleingeld von mir, wenn du willst. Nein, ich will kein. Ach, hör doch auf, das hast du doch vorbereitet. Wie viel ist das überhaupt? Das reicht nicht mehr für ein Getränk, Digga. Komm, ich hab Durst. Das ist viel zu wenig. Das laberst du. Komm jetzt, ich hab Durst, Junge. Was soll ich denn davon kaufen? Einen Schluck? Was ist da? Überraschung. Oh nein. Das gute Zeug. Boah, Classico. Das muss ich sie schütteln. Soll ich da jetzt reinspucken und sagen, wenn ich still wäre, trinkst du das? Nein, bitte nicht. Ich danke dir. Oh. Das war wirklich das, was ich mir gewünscht habe. Ehrenbruder Sashi hat meinen Kakao Classico im Helmfach. Ich hoffe, der bleibt ganz. Ja, wird schon halten. Wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja eh dein Helmfach. Oh mein Gott, das ist eine Elektroschlampe. Elektro. Das sind doch Leimroller, oder? Keine Ahnung, Bruder. Wenn ich du wäre, würde ich in so einen Erdbeerladen gehen und eine Erdbeere kaufen. Bruder, ich hab nur noch 5-Euro-Schein. Ich hab nicht mal Kleingeld. Aber okay, Bruder. Ich kann dir doch Kleingeld geben. Ach ja, du hast das ja gerippt von mir. Wo? War da hinten einer, oder was? Ja, ja. Okay. Jemanden, die eine Erdbeere kaufen. Und wenn die dir die schenkt, dann kauf noch eine Kartoffel. Hallöchen. Ich hätte gerne einmal Pommes. Haben Sie noch Erdbeeren? Weil dann würde ich gerne eine Erdbeere nehmen. Für eine meinen. Schale, oder was? Nee, eine Erdbeere. Eine Erdbeere? Ja. Und eine Kartoffel. Bitte. Ja. Und noch, haben Sie noch Kartoffeln? Wir haben hier eine Menge. Dann eine Kartoffel noch, aber eine kleine bitte. Weil mein Freund hat Riesenhunger, deswegen. Die ist doch mal. Nee, noch kleiner, wenn es geht. Die. Ach, hier ist doch ja eine. Ja, die ist super. Das lohnt sich ja nicht. Okay.
War die nett? Ja, die war halt voll alt, Digga. Boah, was soll das denn jetzt heißen? Die war voll alt. Die junge Braut. Sascha, wenn ich du wäre, würde ich die Kartoffel essen. Oh, Junge. Nein, war Spaß. Aber jetzt die Erdbeere kannst du trotzdem aber jetzt essen, Digga. Das ist schon bodenlos. Ich hab noch eine bessere Idee. Ich verschenke die gleich. So auch romantisch. Nein, du isst sie jetzt. Kannst die Kartoffel verschenken. Bruder, das Grüne isst man nicht mit, ne? Läuft Kamera eigentlich? Scheiße, Digga. Blinkt doch. Spaß, Bruder, Spaß. Ey, geiler Roller, Junge, den kauf ich auf jeden Fall ab, Digga. Roller hat keinen Bock mehr. Der lief so einwandfrei gerade eben. Ey, du hast doch safe irgendeinen Stecker abgemacht oder so. Was? Nein, Mann. Muss ich jetzt suchen? Ey, du Wichser. Geprankt, haha. Hat die Erdbeere geschmeckt? Ja, safe. Können wir öfter hier holen. Aber immer nur eine, ne? Du sollst vielleicht mal deinen Tannenbaum da im Cockpit ausmachen. Was für ein Tannenbaum? Kennst du das nicht, Junge? Wenn du diese ganzen Beleuchtungen alle Lampen an hast, dann sagt man immer Christbaumbeleuchtung. Du willst auch so eine Christbaumbeleuchtung. Sascha? Wir sind doch jetzt hier am Rhein, oder? Wenn ich du wäre, dann würde ich... Warte, ich muss kurz gucken, ob wir hier überhaupt richtig sind. Nicht, dass ich mich vertue. Ja, ich ahne schon, was du vorhast. Du willst, dass ich ins Wasser fahre? Wenn ich du wäre, Sascha, dann würde ich jetzt mit der Fähre auf die andere Seite fahren. Was? Also ich sag mal so, warum nicht? Ist schönes Wetter, ne? Viel Spaß dir, ne? Ich fahr da mal wieder. Ja, tschüss. Ich bleib hier. Ah, die ist voll klein, ne? Was? Die Fähre? Ja. Was denkst du, was kostet die Fähre? Boah, Junge, keine Ahnung. 70.000, 80.000? Nein, Bruder, die Überfahrt dahin. Ach so. Ja, ist ja nicht weit. 5 Euro oder so. Ja, 5 Euro wäre schon zu viel, glaube ich. Jo, viel Spaß dir, ne? Da kann ich jetzt einfach da drauf fahren, ja, ne? Ich bin noch nie Fähre gefahren so richtig, ja? Ja, ich bin die Fähre noch nicht gefahren. Egal, ich fahre aber auch. Na okay, wenn ich du wäre, halt schnell drauf. Ich hab nur drauf gewartet, Digga. Ich schwöre, ich hab nur drauf gewartet. Ich hätte niemals gedacht, dass du alleine fährst. Boah, das ist komisch, Digga, auf der Fähre. Oh mein Gott. Ich hätte auch sagen können, wenn ich du wäre, schmeiß den Schlüssel in rein. Und schwimm nach Hause, ne? Bleibt ihr hier stehen? Ich hab ein bisschen Angst. Das bleibt alles stehen. Es bleibt alles so, wie es ist. Was ist das denn für ein Pornoschlitz? Bruder, guck dir bitte den Auspuff von dem Hopper an. Hä? So sieht dein Penis aus. Moin, einmal wir zwei. 5 Euro. Ja. Oha, einfach ein Gönner. Oh, jo, danke. Groß ist, dass ich Schiffangst hab. Also was gibt's? Schiffangst? Du meinst, du wirst seekrank, du Eimer? Du Eimer. Schiffangst. Oder ich hab Flugangst, Schiffangst, U-Bootangst. Aber ich hab Raketenführerschein. Guck mal, würde man jetzt hier eine Brücke hinbauen, dann wäre die Fähre arbeitslos. Was hast du für Gedanken? Alter, wir fahren schon, Digga, das merkt man gar nicht. Lass mal nach da oben. Hey Junge, ich wusste es. Ich schwöre, ich wusste es. Ah, Spurverschiebung. Ganz klare Sache. Alter, lass mal ein bisschen Steuerbord umlenken. Ja? Yo, ey, mach keine Faxen, ja? Straight Pipe würde ich mal behaupten, oder undicht. Oder einfach scheiße. Das wollte ich jetzt nicht so ausdrücken. Oha, wow, der filtert. Der ist krasser Boy. Sollen wir den einfach anrufen? War doch. Oh nein, was hast du vor? Rechts auf jeden Fall. Rechts. Oh, wie geil. Digga, wer sind die denn, Digga? Also das war der Bus, ne? Nein, Digga, Bus hat doch viel kleiner gerufen. Nein, das war, ich schwöre, das war der Bus. Meinst du, das war ein Zuschauer? Keine Ahnung. Du musst freihändig fahren, aber nicht auf den Sozius sitzen. Weißt du, ich meine? Ja, ja.
Mama Willi, Junge! Jetzt wieder ein bisschen Action. Bisschen? Aber jetzt bin ich dran, meinst du? Guck mal, Bruder, das ist so geil, Digga. Danke, dass du mir das gezeigt hast, Alter. Ich hab gerade überlegt, ob ich bei dir Not ausmache. Ey, Fresse. Nicht nochmal. Schwein. Ich Schwein, du Schwein. Wir Schwein. Moin. Moin. Ich bin Fahrradfahrer. Keine Ahnung, wer das ist, Digga. Das ist doch der Fußballer, ne? Ja, ja, das geht ab. Ja, ja. Danke dir. Ja, ja. Wir drehen gerade auch Video. Ja. Wie gerne würdest du jetzt hier einbrechen und irgendeine Karre klauen? Also so, dass du die einfach hast auf legale Basis. Diese Logik. Wie gerne würdest du hier einbrechen, um sie legal zu haben? Ja, oder wie gerne würdest du jetzt hier reingehen und du könntest eine Karre aussuchen und die schenken dir die. So ist besser formuliert. Aber die Frage ist welche? Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich würde eine Super Duke nehmen. Hier vorne steht eine. Super Duke Air, boah, radikal. 15k kostet die. Mit 180 PS. Ich glaube, ich würde nur 701 nehmen. Ja, okay, ja. Ja, schon. Ja, ich glaube ich auch. Ich habe auch eine Idee. Ja. Ich halte da vorne an der Tanke an bei der Rhein und du fährst mal drei Runden im Kreisverkehr und hupst ein bisschen. Ich warte da auf dich. Jo. Komm, ein Handklapp. Ah, du Hurensohn. Aber jetzt komm, Bruder. Ein Handclap jetzt. Nur für Papi. Digga, als ob du drauf reingefallen bist, du Wichser. Was denkst du, was du mit mir machen kannst, Junge? Eine Runde, ich muss noch hupen ein bisschen. Bist ja alle wissen, dass Elias in Bonn wohnt. Ja, normal. Okay, zählt das jetzt? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Was war das Entspanntes, ne? Bis auf das dich fast aufs Maul gelegt hast. Ich hab schon eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Wenn ich du wäre, dann würden wir jetzt Bikes tauschen. Ein Bike meinst du, ne? Ja, dein Mokik. Deine Aerods, ich fahr jetzt deine Aerods, ich hab Bock. Und kurze Information, Sashi, Ehrenbruder Sashi ist 22 und der hat auch Motorradführerschein. Oh, die ankert aber gut, Digga. Ey, die Zuschauer kriegen dann so eine Langeweile, ne? Ja, vielleicht. Machen wir noch eine Runde? Soll ich reinscheißen? Ja. Wenn ich du höre, fährst du jetzt hier auf die Autobahn. Digga, halt die Fresse. Meinst du das jetzt? Ja, Digga, ich soll jetzt mit 50 Kubik auf Autobahn. Digga, hast du noch genug Sprit? Nicht, dass ich da stehen bleib, Digga. Das wäre peinlich. Zwei Balken, werden wir wohl schaffen. Wir machen nur eine Auffahrt. Wenn wir jetzt hier drauf fahren, dann müssen wir in Bornheim raus. Das ist, Bruder, das ist... Das ist doch ein gutes Stück. Das ist radikal weit. Jetzt auf die Autobahn, Digga. Ja, das tue ich dir jetzt an, ne? Du bist ja bescheuert, also von daher. Oh Gott! Oh mein Gott, Digga, ich bin auf der... Ich bin auf der Autobahn, Digga. Oh Gott, Digga! Oh Mann! Wir sind linke Spur! Nein, Digga! Oh Gott, oh Gott! Noch ein paar Autos überholen, Digga. Oh Gott! Ich hoffe, du siehst in den Spiegel was. Oh Gott! Du überdrehst so die Kiste! Hörst du das? Ja, Digga, gleich nix zu Kolben fressen. Oh mein Gott, Digga! Wir mit dem verrückten Roller auf der Autobahn, Digga! Der arme Zylinder, Junge, der ist jetzt zerfliegen, ne? Digga, 50 Kubik Streetways, Junge! Wie viel schnell fahren wir gerade? Ja, drück mal durch! 97? Ja, so 98. 100, Digga! Oh mein Gott, Digga! Ich kann's nicht glauben, Digga! Ich bin mit dem Roller auf der Autobahn! Ey, was ist das hier eigentlich? Ja, ich hab den Kleber da nicht mehr dran gemacht, hab ich vergessen. Und diese Scheißspiegel, was ist da nix, Digga? Nada. Noch 1 Kilometer, das ist so komplett ehrenlos. Aber ich fand, es geht jetzt eigentlich von der Geschwindigkeit, ne? Ja, ich dachte, das sieht langsamer aus mit den Autos. Ja, ja. Aber es geht noch. Die hast du dir auch gut getunt. Aber das sieht komplett falsch aus mit dem Roller auf der Autobahn. Komplett. Wir haben es geschafft, Junge. Aber denk an die Reifen, ne? Du weißt, was ich meine, hoch.
Du weißt, was ich vor einer Woche im Meckeskreise gemacht habe, ne? Digga, von der Autobahn runter, oh mein Gott! Das war so laut, Junge. Komplett. Au, Road Rage. Komm, jetzt die müssen wir provozieren, komm. Was für Road Rage? Die hat mich angeschrien. Warte jetzt, ich möchte jetzt mit dir reden. Was mit dir, hä? Fahr mal vor. Ja. Guck mal, wie langsam die fährt. Ja, komm wieder. Fährt die rechts, ne? Das ist so frech, Digga. Willst du jetzt überholen? Mit einer zu überholen, Junge, auf Landstraße. Das war ja links, oder? Ja, scheiß auf die, Digga. Die findest du eh nicht wieder. Boah, stell dir vor, mit meiner Aerox hier auf der Straße ballern, Digga. Wenn ich du wäre, würde ich wieder zurücktauschen. Nee, mach ich nicht. Ey, wie schwul ist das jetzt wieder auf dem Roller zu sitzen, ey? Ich schwöre, ne? Okay, ich hab was für dich, Luis. Was denn? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt in McDrive fahren und du bestellst eine Gurke und wenn wir dir die nicht geben, dann fährst du noch eine Runde und fragst nach einer Käsescheibe. Oder ich frag, ob die mir die Kartoffel frittieren können. Nein, ob die die tauschen. Tauschen gegen eine Pommes? Ja, ach, das ist krass. Sollen wir das machen? Ja, Mann. Tauschen gegen eine Pommes. Wie bitte? Nur die Brenner beim Festival. Nochmal. Nur die Brenner beim Festival. Warum? Das ist unfair. Darf ich mit dem Motorrad nicht hier reinfahren? Warum? Ich darf mit dem Motorrad nicht hier reinfahren. Ich darf im Motorrad nicht hier reinfahren. Sagt man das? Ich bleib jetzt hier stehen bis hier aus Prinzip. Du kannst ja einfach an den zweiten Schalter fahren, gleich. Mach ich auch gleich. Digga, was labert die, Digga? Nur drinnen, Alter. Dann haben sie endlich mal Bio-Kartoffeln auch hier. Seit wann dürfen keine Motorräder hier rein? Steht da ein Schild? Nein! Ich bin immer hier reingefahren. Ich bin schon auch schon voll oft wieder reingefahren. Das ist so lächerlich, Digga. Mach die Kasse, denkt direkt, die ist Chefin, Alter. Was sollen wir jetzt einfach das Essen vom Vordermann snacken? Nein, tu einfach die Kartoffel da rein. Und dann weiterfahren? Ja? Mach doch. Ja, okay. Ihr gönnt euch, Bruder. Daher jetzt habt ihr endlich mal eine Bio-Kartoffel, Digga. Lecker Bio-Kartoffel, ihr Wichser. Aber die wird jetzt wundern, warum da eine Kartoffel liegt. Jetzt haben wir wenigstens auch irgendwas erreicht in unserem Leben. Wenn ihr mehr Videos mit ihrem Bruder Sashi sehen wollt, dann lasst ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ist das eigentlich so klappbar?